Moin Leute, ja, was geht? Mein Name ist Jürgen auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem sehr kurzen und aber sehr kleinen Video, was ich heute vorbereitet habe. Es geht einfach um diesen Film namens Kartoffelsalat, um einen um einen Kinofilm inzwischen, wo ich absolut sagen kann, das ist absolut der Höhepunkt des schlechten Geschmackes. Ein YouTube Kinofilm mit so schlechten Schauspielern. Ich musste nur den Trailer angucken und habe gleich gewusst, das ist mal richtig schlecht. Ne? Richtig schlechte Special Effects, richtig schlechte Schauspieler und allgemein die ganzen großen YouTuber sind eigentlich großer Beschissen. Die sind alle scheiße, muss ich absolut sagen. Mir fällt gerade kein guter. Es fällt mir eigentlich nur ein großer YouTube-Kanal ein, und das ist der Galileo YouTube-Channel von ProSieben. Der Rest ist eigentlich alles beschissen, wie dieser Chunky88, bis über Bibis Geld-Channel. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Oder Torge, die große Pussy, Alter. Kartoffelsalat ist für mich ein ganz, 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 ganz miese Nummer. Ganz miese Nummer. Und ja. Dafür Geld zu verlangen, ne? Ich meine, die knöpfen schon den Abonnenten die ganze Kohle aus der Tasche. Ein YouTuber mit 300.000, 400.000 Abonnenten verdient locker seine 10.000, 15.000 Euro netto, 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 netto in Deutschland. Und dann noch einen Kinofilm zu machen und dann noch ordentlich Eintrittsgeld zu verlangen, das ist ein großer Beschiss. Die hätten den Film auch gratis für die Fans machen können, aber haben sie nicht gemacht, weil auf YouTube nur noch eins zählt: Geld, 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 Geld. Ne? Es wird bei mir auf meinem Kanal eine Revolution geben. Ich werde wahrscheinlich einen neuen YouTube-Kanal machen und mit YouTubern, nur noch mit YouTubern zusammenarbeiten, die nicht auf diesen Scheiß stehen, wie Montana Black, ne? Oder Marcel Scorpion, diese große Pussy. Nein, das wird es bei mir nicht geben. Leute wie Libanon Elite, die kommen dann bei mir rein und dann machen wir die ganzen anderen fertig, Alter. Ne? Wir machen einen eigenen YouTube-Clan, einen richtigen YouTube-Clan. Ne? Dort wird keine Werbung geschaltet, dort werden nicht irgendwelche Abonnenten abgezockt und irgendwelche Flachwitz-Challenges gemacht. Das gibt's bei mir nicht. Und irgendwelche abgehoben. Ja, das war Chunky88, Leute. Die größte Pussy in Deutschland. Nun ja. Haut auf jeden Fall rein, ich werde auf jeden Fall mein Projekt starten. Kommt noch Kartoffelsalat 0 von 0 Punkten. Ciao.